Hallo, ihr Quirlinge. Das namenlose Handylein ist wieder in Warant, die Sonne scheint. Und ich weiß endlich, warum ich ihn nicht zum Wassermagier machen kann, denn auch das hängt mit dem Druiden-Perk zusammen, den ich ihm aus Versehen gegeben habe. Ja, so ist es leider. Es gibt drei Arten von Spruchmagiern und eine Art von Verwandlungsmagier. Und zu dem sind wir geworden, was dazu führt, dass die verwandelten Kreaturen ein bisschen stärker sind als sonst. Aber das nutzt nicht viel. Ich kann trotzdem nicht gut in einer verwandelten Gestalt kämpfen. Ganz einfach, weil ich den Helden ganz anders hätte ausbilden müssen. Also mehr Stärke, mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer gegebenenfalls, aber sehr viel weniger Mana. Denn in Tiergestalt brauchen wir kein Mana. Ja, dumm gelaufen. Aber jetzt weiß ich's. Was ich mal noch ausprobieren möchte, weil ich das nie gemacht habe, ist es, diesen Zeitblasenspruch mal zu machen. Was macht das eigentlich? Vor dem Helden entsteht eine Zeitblase, in der die Zeit langsamer abläuft. Und das probiere ich mal an diesem Reptil da oben aus. So, und nu? Das könnte helfen in verwirrten Kampfsituationen. Oh, guck mal hier. Wir laufen durch die eigene Zeitblase. Okay, ich kann die Zeitblase um einen Gegner herum sprechen. Und dann bleibt die offensichtlich auch eine Weile. Das ist gut. Sehr gut. Okay. Die bleibt mal unten. Ansonsten würde ich mir das noch auf die Schnellleiste ziehen. Und Schlösser öffnen. Schlösser öffnen da. So. Und dann mache ich mich auf in Richtung Bensala. Denn ich bin ja weiterhin dabei, die Wüste zu entassassinieren. Und da gibt es noch zwei Main Targets. Zwei große Städte, Morazul und Bakaresh, die Hauptziele der Entassassinierung hier in der Wüste. Neben Ishtar, aber das haben wir schon. Und das Problem mit diesen beiden Städten ist, dass ich sie nicht gut gemeinsam in einer Episode entassassinieren kann. Deswegen würde ich das gerne mischen. Ich habe nämlich noch die Nebenziele Bensala, Ben-Hur, Ben mal im Urlaub und Ben-Erai und Braga und den Tempel von Al-Shedim. Und ich habe mir überlegt, bei Braga helfen mir die Nomadösen um Azaru. Bei Ben-Erai hilft mir dieser eine korrupte Wächter. Bei Bensala hilft mir aber niemand. Deswegen mache ich erstmal Bensala, weil mir einfach niemand einfällt, der mir da helfen könnte. Aus diesem Grunde werden wir... Hallo, ihr! Habe ich euch übersehen? Huh? So, dann lauf mal bitte in diese Zeitblase hinein. Ah, da kann man chirurgische Schnitte machen, das ist schön. Wenn ihr vorbeilauft, ist es auch schon, dass ihr langsamer seid. Einer hüben, einer drüben, wobei du brennst eigentlich weg. Ihr brennt beide weg. Ist mir aber egal. Guckt mal, die wären schon längst bei mir ran. Gut zu wissen, was die Zeitblase macht. Aber jetzt habe ich hier das Problem, dass ich durch die Zeitblase durch muss. Durch die Zeitblase durch muss. Langsam. Und dann hier ein paar eklige Spitzhacken plündern kann. Bäh, lauf. Das waren 750 XP. Handylein ist Level 82 und bald Level 83. Das schaffen wir. Auf alle Fälle. In dieser Episode werden wir Level 83. Huhuhuhui. Vielleicht schaffen wir Level 85. Das wäre so eine schöne runde Zahl irgendwie. Naja, so halbrund. Keiner mehr da? Nein. Rutsch runter, richtig. Brich dir die Haxen.
und finde dich ein in Ben Salah. So, sicherheitshalber vorher einmal Ausdauertrank trinken und speichern. Und dann hinein. Ich... Was? Oh, Moment. Zeitblase. Ganz schnell. Der mürrische Krieger ist das Zentrum. Mach schon! Von was auch immer. Da kämpfen die Assassinen gegen die Orks. Warum tun sie das? Weiß es nicht. Ich helfe mal den Assassinen. Ja. Erfahrener Krieger, Achtung. Nein, doch nicht du von hinten, du Ei. Lauf mir durch die Zeitblase, du. Mach schon. Und du stehst hinterm Zaun. Ach, wie toll du das kannst. Ja. Miguel, du lebst gefährlich. Gut so. Das hat gesessen. Ja. Erfahrener Krieger. Will zu mir. Renn weg. Ah, das war der Assassine leider. Okay. Bitte hier. Mach eine Zeitblase und rutsch dich von der Amphore. Kann doch alles nicht so schwierig sein, Held. Okay, ihr lauft wieder wie die Anfänger in meine Feuerbälle rein. Leute. Mach schon! Ja! Gut so! Jetzt liegt er am Boden. Während er am Boden liegt, kriegt er keinen Schaden. Auch nicht durch mich, höchstens durchs Verbrennen. Ich bin einfach zu gut. Keine Erfahrung für mich. Doch wir sind ja gestorben. Naja, egal. Mürrischer Krieger. Mürrischer Krieger. Warum hattet ihr euch in den Haaren? Hm? Zeig mir deine Ware. Du hast ein bisschen Gold. Dir gebe ich die Ork-Waffen. Und hier so ein Zeug. Das brauche ich nicht mehr. 5500. Denn du bist auch gleich tot. Du weißt es nur noch nicht. der da noch. Krusch Agasch. Habe ich dich schon? Nein. Na, scheint so. Dolok. Heil dich mal. Dann sprechen wir mit Julio. Warum eigentlich? Ach, weil der Händler ist, genau. Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden überfallen. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Ach, du bist so ein nettes Kerlchen, weißt du. Ach, guck mal hier. Ich habe den anderen Erzdieb gefunden. Es war Hassan, ein Assassine. Hast du ihm seine gerechte Strafe zukommen lassen? Genau das. Gut, hier ist dein Lohn. Mhm. Danke. Zeig mir deine Ware. Gut, dass ich dich nochmal angesprochen habe. 1000 Erfahrung. 38.000. Da kann ich aus dem Vollen schöpfen. Das kriegst du das Zeug sowieso. Ah, jetzt wird's aber langsam schon wieder weniger. 35.000. Ah ja. Das noch? Nee. Das. Ho. Katana. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich trenne mich so ungern. Ja, das reicht, komm. Hast noch 1800 übrig.
Das ist genau eine Katana. Ach, komm. Ich kämpfe doch eh nicht mit Katana. Gut. Julio. Ach, Enzo. Und Daro? Nein. Enzo. Gesundheit. Hier. Zeig mir deine Ware. Oh, du hast auch nochmal viel. Das ist schön. Dann kriegst du die Barbarenstreitaxt. Und den Inquisitor. Und Paladinschwert. Das Königsschwert. Ah, ich leiser Tod. Ich weiß nicht. Habe ich nicht hier irgendwas, was nicht so gut ist wie das andere? Druidenstab. Feuermagierstab, Wassermagierstab, Schwarzmagierstab, Magierstab. Der ist ja nicht so gut wie die anderen. Der kann weg. Stab des Suchenden. Gibt Schwarzmagier, aber der Schwarzmagierstab gibt das ja auch. Und mehr. Also kann der Stab des Suchenden auch weg. Stab des Feuers. Feuermagier ist aber besser. Also kann der Stab des Feuers auch weg. Und dann bist du durch. Ja, ich weiß, ich kann es jetzt nicht zurückkaufen, wenn ich ihn umhaue, aber ich kaufe hier sowieso nichts mehr zurück. Wir sind kurz vorm Ende des Spiels. Also, jetzt würde ich, da niemand von euch mehr was zu erzählen hat, Miguel. Geht's dir gut? Habe ich dich irgendwie angezündet aus Versehen? Nein. Störe mich nicht. Nein, habe ich nicht. Würde ich jetzt Stunk machen? Der gefährlichste ist bestimmt Daro. Aber ich bin hinterlistig. Zeitblase, weil es so schön funktioniert. Soweit Daro. Du wirst mich nicht töten. Du wirst erstmal in die Zeitblase reinlaufen. Wow, hast du aber Kondition, Julio. Oh. Jo, das ist mutig. Die Zeitblase war taktisch günstig gesetzt. Oh, da ist noch einer. Ja. Weg mit dir. Enzo will auch nicht mehr. Befreie Benzala. Und Level Up, wie angekündigt. Sehr gut. Der hat noch einen Teleporterstein nach Benzala. Mhm. Allmählich bin ich der Ansicht, es gibt so ziemlich für jeden Teleporterstein eine zweite Entsprechung. Außer für die, die halt nah beieinander liegen, wie hier so Inners Kloster und Co. Aber so diese Stadt-Teleportsteine, da gibt es irgendwie immer zwei. Brot, Schnaps, Äpfel. Hätten wir eine Kiste? Oh. Nein, sieben. Miguel hat sich nicht dem Kampf angeschlossen. Das heißt, der ist auf meiner Seite. Also neutral, sagen wir so. Auf meiner Seite ist ja niemand. Ja, hier war ich schon. Clown in Benzala, da war was. Hier auch. Ah, hier liegen sie alle. Die möchte gern Angreifer. Enzo. Todeshändler. Daro. Der hat Mondsicheln dabei. Guck an. Eine Mondsichel ist also keine einzigartige Waffe. Die kann man auch zu zweit auf dem Buckel Gestalt tragen. Ja, das war's hier. Miguel? Du hast uns den Sieg gebracht. Ja, also uns im Sinne von dir. Nix. Hier. Ah, Fläschchen. Großer Heiltrank. Wein und Gold.
Sehr, sehr schön. Hier oben. Truhe. Die Zelte müsste ich alle schon haben, denn ich war ja schon mal Clown hier. Genau. Nix. Truhe leer. Hirse. Ja. Sklaven gab es ja auch nicht mehr. Die waren ja alle zombifiziert. Oh. Spitzhacke. Ach doch, hier gibt es Sklaven. Ey, hör mal auf zu hacken. Du solltest jetzt gehen. Ich habe euch den Sieg gebracht. Ihr habt keine Wache mehr hier hinten, oder? Nö, ihr könntet aufhören zu buddeln, aber... Wenn ihr meint, macht halt weiter. Okay, das war Benzala. Dann würde ich weitermachen mit Al-Shedim. Da kann ich mich auch hin teleportieren. Bei Al-Shedim, da helfen mir die Nomadösen. Die hatten ja schon in Stellung gebracht. Und da muss ich eigentlich nur mit denen sprechen, um das alles in Gang zu setzen. Da sind sie. Wutras. Hier. Die anderen sind bereit. Dann kann es ja losgehen. Heißt jetzt was? Ihr macht dann mit, wenn ich angreife, oder wie? Naja gut, will ich mal glauben. Trink was. Und dann würde ich sagen, speichern. Und auf sie mit Gebrüll. Mit Müll und Gebrüll. Vor allem mit Zeitblase. Die Zeitblase selbst ist erstmal kein Spruch, der als feindlich gilt. Ich habe einen Orken hinter mir. Das gilt es dringend zu verblasen. Aber warte mal, hier. Du machst ja gar niemanden fertig. Du bist meiner. Ja, das war meiner. Jetzt lauf doch nicht in die Front! Du dämlicher Nomade! Schnell! Ihr kriegt's ja wieder nicht hin ohne mich! Kundschafter? Der braucht drei. Oh, ich hab den Schaf gar nicht da. Wo ist mein. Ach, ich hab den Schaf verkauft. Egal. Tamkosch. Ja, ich sehe den Fehler gerade. Ich sehe ihn. Moment. Ganz schnell. Eins nach dem anderen. Der Aufträger ist erstmal meiner. Ja. Der Kundschafter. Ah, du doof Nomade. Du doof Nomade, geh doch nach dem Weg. Warte, Bürschchen. Oh, jetzt rennen sie. Moment. Jetzt wirst du was erleben. Tamkosch, wo gehst du hin? Ich werd's dir zeigen. Fliegst du zwischen die Zelte? Ah, es hat mir irgendeiner von den Nomaden die Punkte geklaut. Schade.
Hier war auch noch irgendeiner. Ihr lauft zurück. Okay, hier hat jemand seine Waffe verloren. Na gut, ich habe nicht alle Orks, aber das geht auch gar nicht. Die meisten habe ich. Lief gut. Der Tempel von Al-Shadim ist befreit. Ein guter Ork. Dann gucken wir mal, ob wir jemanden heilen müssen. Das waren gar nicht viele. Mörderischer Krieger. Die Zeitblase wirkt noch, auch wenn sie nicht mehr sichtbar ist. Aha. Das so gewollt ist. Kundschafter. Starker Ork-Krieger. Größtenteils meine Opfer. Heile dich selbst. Hier liegt irgendwo Tamkosch. Da ist er. Hat gar nichts dabei. Aufseher. Aha. Oh, einer hat es nicht überlebt. Aber das war nicht meine Schuld. Ein Wüstenspeer. Naja, gut. Kollateralschaden. Wobei, nein, das ist ganz normaler Verlust. Kollateralschaden ist ja eher was, was gar nicht am Kampf beteiligt ist. Zivilisten zum Beispiel. Nee, er war kein Zivilist. Haben wir jetzt hier noch irgendwo was? Nee. Zelt leer. Ich hatte hier gar nichts hier, oder habe ich das alles schon weggenommen? Nö, keine Truhe zu sehen gewesen. Also müssten wir hier nochmal den flöhen. Und damit Wutras sprechen, richtig? Richtig. Mehr fällt mir nicht mehr ein. Dich habe ich und den Kollegen. Hallo, ihr Sklaven da unten. Ihr dürft aufhören zu shippen. Pass gut auf dich auf. Mach ich. Oh. Hoch hier. Da. Wutras. Die Orks werden unter Innus sengender Hitze verdorren. Und was auch immer in diesen Ruinen ist, sie werden es nicht bekommen. Ruinen? Genau. Sprach's und trollte sich davon. Saturas? Wir haben Al-Shadim entorkifiziert. Das sollte dir eine Flasche Schnaps wert sein. Immerhin stehen genügend in deiner unmittelbaren Nähe herum. Naja, eher in der unmittelbaren Nähe von Myxia. Aber Wassermagier teilen, da bin ich ganz sicher. Nee. Okay. Dann, denke ich mal, sollten wir Morasul in Angriff nehmen. Da fällt mir ein, dass die anderen Nomaden in der Höhle hinter Morasul mir da ebenfalls helfen wollten. Da sollte ich einfach mal nach Morasul teleportieren. Hier. Ich überlege gerade, ob es von Ishtar aus schneller geht. Wahrscheinlich nicht. So. Jetzt würde ich versuchen, mich hier an der Stadt vorbeizumogeln. Wenn ich jetzt in die Stadt reingehe, kann es sein, dass ich irgendwelche blöden Sprüche kriege. Wobei ich ja auch noch mit Ilya und Faesul nochmal handeln könnte, theoretisch. Wenn die das wollen würden. Wollen täten? Täten wollen? Hauptsache wollen. Du willst. Klar willst du. Ilya will immer. Zeig mir deine Ware. Ilya! Oh, du hast Gold. Und ich habe Waren. Ach so, ich habe den falschen Stab verkauft, glaube ich. Es ist egal. Alles nicht so schlimm. Speer kann weg. Kampfstab. Inosnovizen. Naja. Das da. Das da. Das da. Schilde. König. Das da kann aber weg. So. Bolzen. Ich verkaufe dir auch mal sämtliche Pfeile, weil ich glaube, wir werden welche wieder plündern bei irgendwem, der mit Pfeilen schießt. Irgendwelche Nomaden. So, das heißt, ich verkaufe dir jetzt was für 17.000, das ist schön. Du hast Dinge, Amulett der Ausdauer, Energieabwehr. Das ist alles nicht so wichtig. Das kann ich nicht gebrauchen. Du nimmst das an dich. Und dann wäre die Frage, welche Waffe war denn die richtige? Ich habe doch hier den anderen Stab. Hier.
Stab eines Feuermagers. Ich hatte unten sowieso den falschen Stab auf der Stellleiste. Aha. Der andere ist nämlich viel besser. Okay. Wir haben hier Geschäfte gemacht und ich würde ganz gerne... Ach komm, wir laufen einfach durch, als wäre nichts gewesen. Ein letzter Check bei Ramon. Ach so. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Das kannst du noch, Diebeskunst, das ist uninteressant. Zeig mir deine Ware. Du hast... Ja, du hast nichts. Weg. Ach so, Diego und Co. Diego, pass auf, es passiert bald was, ja? Aber erstmal noch nicht. Erstmal muss ich versuchen, hier runter zu hüpfen, ohne mir den Steiß zu prellen. Dann liegt mir... Ja, es genickt mir. Heil dich. Und dann kurz Tempo zu den Nomaden ganz hinten da im Berg. Da ist Kajor. Bevor ich ihn anspreche, muss ich aber nochmal raus, denn ich habe ihn gerade schon angesprochen. Dann zieht er mit seinen Jungs und mir gemeinsam nach Mor'Azul, aber einige von denen, aber wirklich nur einige, sind so doof und gehen so nah an Murats Oase vorbei, dass sie dort im Kampf hängen bleiben, während die anderen weiterlaufen. Das ist sehr, 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 sehr ungünstig. Denn ich brauche, wenn dann schon, alle vor Mor'Azul. Also werde ich Murats Oase mal gerade selbst ausdünnen müssen. Leider. Wobei leider... Murat gehört auch dazu. Er wird nicht verschont werden. Wir fangen mal kurz an. Also das kann ich ja alleine machen, das ist ja überhaupt kein Problem. Du kriegst die Zeitblase drauf gebrummt. Und dann kann ich eigentlich sogar den da machen. Ich bleibe doch stehen. Ihr bleibt auch stehen. Schöner Effekt, oder? Hat was. Noch jemand? Ich glaube, das war's schon. Ah. Ich will jetzt nicht in diese Zeitblase reinlaufen. Das heißt, Murats Oase wird später geplündert. Der Kollege geht noch mit, weil er am Weg liegt. Und ich hoffe, dass jetzt hier nicht noch irgendeine assassinöse Wache zwischen den Zelten steht und mir meine Nomaden auf dem Weg nach Mor'Azul irgendwie abspenstig macht. Nee. Dir geht's gut? Hast dein Taschengeld verloren? Ja, setz dich wieder hin. Oh, da ist noch einer. Was ist doch? Ich werde dich töten! 100. Mal kurz durch die Zelte geschaut, wenn ich gerade mal hier bin. Nein. Ne, hier ist nichts. Nein. Keine Truhe, echt? Nur Säcke voller hier. Okay, jetzt kann ich auch plündern. Jetzt ist die Zeitblase weg. Ein Karawanenhändler war hier, richtig. Ein Anwärter. Murat selbst. Wir finden das Amulett der Magie wieder, was wir ihm mal irgendwann geben mussten. Geben wollten, geben durften. Begabter Assassiner. So groß war die Begabung nicht. Assassinenbogen. Du hast auf mich schießen, du Sack. Wüstenläufer. Kampfstab. Ach, Mesir. Oh. Der hat auch ein Erzholding. Das ist ein Schweinehund. Okay. Das waren wohl alle. Ja. Jetzt ist hoffentlich der Weg frei für Murat. Oder wie hieß der?
Ach Quatsch, Kaljor. Es gab Hurit, das war der andere. Und das hier war Murat. Mann, die Namen. Für Kaljor, seine Sippe und mich ist jetzt hoffentlich der Weg frei. Und die Paladinösen, also nicht die Paladinösen, die Arena-Kämpfer, die helfen vielleicht auch mit. Also Angar schlägt sich hoffentlich auf meine Seite, Diego sowieso. Und auch der eine verschleppte Nomade, der ja auch immer schon davon tönte, dass seine Sippe ihn befreien wird. Der hoffentlich auch. Trink mal was. Dann nochmal speichern. Und dann geht's los. Es ist Zeit, Murasul anzugreifen. Ja, so ist es. Machen wir den Sklaventreibern ein Ende. Folge mir zur Stadt. Wir werden uns vor den Toren von Murasul treffen. Machen wir. Folge Kaljor zum Sammelpunkt vor Murasul und da laufen sie los. 1, 2, 3, 4. 5. Und Kaljor. Also alle haben einen Mantel, bis auf Kaljor und noch einer. Okay, verstehe. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir gemeinsam da das Ziel erreichen oder ob sie wieder im Sand stecken bleiben. Ich habe es dazwischendurch nochmal probiert, off-cam. Da ist Kaljor dann schnurstracks in den Felsen hineingelaufen, auf dem Murasul steht und hat mich stehen lassen. Hoffentlich passiert das jetzt nicht wieder. Und hier sieht man, zwei von denen laufen einfach so weit links, dass sie davon die Oasenwachen pullen, wenn da noch welche wären. Und die anderen laufen stumpf weiter. Und damit teilt sich die Truppe. Was ungünstig ist. Die laufen echt andersrum. Ah, die zwei laufen links rum und die anderen laufen rechts rum. Okay, und Kaljor läuft geradeaus. Wie gerade eben. Okay, dann kann ich das leider nicht beenden, diese Queste. Schaut mal. Der läuft jetzt geradewegs in den Felsen hinein. Und ich kann nichts unternehmen, um das zu verhindern. Blub. Kaljor? Das Einzige, was ich machen könnte, wäre, dass ich Kaljor hier vorne in eine Zeitblase reinstelle und ihn dann per Schreckenszauber wegscheuche. Das wäre doch mal eine Option. Ich glaube, der findet auch seinen Weg dann irgendwie nicht hin, weil ich kann jetzt wappen und so, aber der kommt dann draußen, also hinten nicht wieder raus. Ich versuche das mal. Laden. Okay, ich habe es probiert mit Zeitblase und Schrecken. Ich kann ihn nicht so weit scheuchen, dass er um den Felsen herumläuft. Das heißt, ja, ich habe auch keine Idee, was ich jetzt noch machen soll. Er wird hier gar nicht mehr weggehen. Ich könnte ihn angreifen. Warte mal. Du wagst es, mich zu schlagen? Ja, komm. Ich lock dich um den Felsen rum. Vielleicht ist das ja die Lösung. Dann renne ich weg und dann kriegst du vergessen drauf und dann habe ich dich da, wo ich dich haben will. Und ja, ich wage es, dich zu schlagen. Oh Mann, bist du schwach. Guck mal, was ich für einen riesen Schaden gemacht habe bei dem. Der überlebt sowieso nicht. Aber trotzdem, zur Stärkung der Moral deiner Truppen hätte ich dich ganz gern dabei. Du wagst es, mich zu schlagen. Bleib stehen! Mach ich. Aber du bitte nicht. Ja, gut. Du gehst dann auch nicht zurück, ja? Also du bleibst dann da, wo du hingehörst, hoffe ich. Ich zieh dich jetzt bis ganz rundherum. Ja, komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Sehr gut. Aha. Du warst nicht müde. Finde ich gut.
Ich zieh dich bis nach Nopmar. Quer durch Faring, die werden sich wundern. Nur nach Vanguard rein, da kann ich dich nicht ziehen. Ja, schön. Ah, keine Schneewehe, bitte. Keine Schneewehe, keine Schneewehe. Da unten sind wir richtig. So, Achtung. So nicht. Das bringt nichts. Kann keine Zeit, was auf ihn machen. Okay, jetzt renne ich weg. Bleib stehen! Okay, ich bleibe jetzt stehen. Und er braucht erstmal einen Vergessenspruch. Sicher ist sicher. Okay. Kai, hab ich dich jetzt? Hau bloß ab! Ey! Bleib stehen! Kaio! Jetzt stirbst du! Kaio! Was machst denn du? Leute, es gibt einen Kampf! Oh mein Gott. Bleib dran! Das ist ganz besonders heftig scheiße, weil ich glaube, er läuft zu dem Punkt zurück, wo ich ihn angegriffen habe. Ach, Kaio, nur Ärger mit dir. Dabei. Ich glaube, Kaio lebt noch. Aber nicht mehr viel. Kaio? Oh mein Gott. Sprich was? Hau drauf, du sterben! Schnell! Nein! Was mache ich hier? Tastenchaos! Schnell! Zeitblase! Jetzt! Eine neue! Frische! Und raus mit dir hier! Meister. Ja. Hau drauf. Der ist gleich weg. Ernesto stört. Starker Schwertkämpfer stört. Der da hinten stört. Ich helfen. Mingal, oh. Leute, es gibt einen Kampf. Ja! Schnell, Mingal kann sich wahrscheinlich heilen. Nicht nachlassen. Ja, kann er. Jetzt 9. Kaio wieder heilen. Zeig's ihm. Schnell, mach hin, ey, das dauert alles viel zu lange. Ich weiß, wir sind in meiner eigenen Zeitblase, ich weiß es doch. Bleib stehen, jetzt stopp, nicht nachlassen. Mit Masi wird er erstmal zurechtkommen, hoffe ich. Kann ich mich um Bandaro kümmern. Ja.
Gut. Von rechts werde ich bedroht. Trink was. Oh. Das wird nichts. Kajo, wo bist du? Wo ist Kajo? Ich habe keine Ahnung. Wo ist Kajo? Ah! Oh mein Gott. Läuft super hier. Ah, da ist irgendwo. Ja, mach nochmal neue Zeitblase. Ich hab Kajo gefunden. Bleib stehen. Ja! War einfach nämlich. Nicht nachlassen! Leider bin ich jetzt auf seiner Seite. Das ist schlecht auf seiner Seite der Zeitblase. Ich muss rundherum, dann habe ich es viel leichter. Zeig's ihm! Oh, Gonzales! Hast du dich aus einem Thronsaal rausbewegt, ja? Leider sehen wir nicht wirklich. Oh, ich habe so einen unfassbar motivierten Kämpfer neben mir. Nicht nachlassen! Ilja, tut mir leid. Gonzales sieht in mir die große Gefahr. Nein, was mache ich hier? Nein, falsch. Tastenchaos, Tastenchaos. Nimm den Bogen aus der Hand. Ah! Oh, Kafu! Kafu, du wirst mir nicht die Tour vermasseln, glaubst du mir. Weg! Lauf doch mal! Hey, du bist so langsam. Und die Zeitbasis ist nicht schuld daran. Heil dich. Jetzt mach hin. Das dauert alles viel zu lange. Was mich so ein einzelner Bogenschützchen nerven kann. Mach hin. Der Assassine links rum hat nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht. Ich muss Kajo wieder heilen, ganz bestimmt. Nicht nachlassen! Zeig's ihm! Heilung, jetzt! Mach hin! Du lässt dich doch nicht von diesem Dicken unterbrechen! Oh, Targeting! Auf Ziele, die direkt vor einem stehen. Nichts ist schwieriger in Gothic 3. Leute, es gibt einen Ja! Ich muss jetzt hier dringend eine Zeitblase machen. Jetzt! Bleib dran! Wer ist denn das hier vor mir? Ey, der da! Jesu, Mensch! Wir waren so gute Freunde! Bleib dran! Und der Typ hier nervt mich auch. Ich muss mich um Kajo kümmern. Wenn ich es nicht tue, tut's keiner. Kajo, lebst du überhaupt noch? Volltreffer! Okay. Er kann gleich wieder ein bisschen. Heile dich selber. Was für ein Scheißkampf. Mana? Mana? Und Zeitblase. Da unten irgendwo hin. Kann ich da sogar jetzt mal den da machen? Okay, da ist ein Sklave gewesen. Tut mir leid. Hauptsache Kaja überlebt. Oh! Oh, die stehen hinter einer Mauer. Das ist doch nicht euer Ernst. So, einer ist weg. Kind der Wüste, Krieger des Sands.
Was war das? Weiß ich nicht. Die Schlacht ist verloren. Sofort auf damit. Oh. Dir werde ich helfen. Moment. Wir haben es geschafft. War ja gar nicht so schlimm. Bleib doch, stehen. Es war schlimm. Ja, ah, da sind noch die Wüstensöhne, richtig. Ah, ich will den Typen noch, den Dicken. Ja, den habe ich. Wow. Was ein Scheiß. Kajor, lebst du noch? Was bist du eigentlich für einer? Du bist ein Assassin, das tut mir leid. Funktioniert. Da hat irgendwie die Fraktionszugehörigkeit nicht funktioniert bei ihm. Naja, gut. Heilung gibt's jetzt nicht. Es gibt erstmal eine Unterredung mit Kajor. Was hast du mir für Sorgen gemacht? Weißt du das? Ach, du nimmst jetzt deinen Weg wieder auf. Du rennst aber jetzt bitte nicht hinten aus der Stadt raus. Kajor. Murasul ist gefallen. Unsere Brüder sind frei. Eine neue Zeit bricht für uns an. Und das verdanken wir dir, Krieger. Adanos möge dich beschützen. So, Folge zum Sammelpunkt. Okay. Boah, das war echt schwierig. Wow. Das gibt eine Mütze Schlaf für den Helden. Jetzt. Oh, Backe. War das anstrengend. Und es wird für mich noch viel anstrengender, denn jetzt muss ich plündern. Es ist nur ein Sklave gefallen. Den ich jetzt dann aus Versehen hier gegrillt habe. Aber der steht auch mittendrin und glotzt. Also wirklich. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. So heißt es. Okay, ich werde jetzt einen Schweizgalopp einlegen. Dieses Schlachtfeld hier looten und alles looten, was so nicht besonders ist. Und die besonderen Sachen, davon wird es in Gonzales Tempel einiges geben. Die gucken wir uns gemeinsam an, aber die hebe ich mir auf für nach der Beschleunigung. Und jetzt gibt's erstmal den normalen Kram. Tempo!
So, ihr Lieben, ich glaube, wir haben's. Ich habe bisher nur zwei erwähnenswerte Sachen gefunden. Das eine ist eine hohe Wassermagierrobe, die erstaunlicherweise Gonzales im Inventar trug, und einen Teleportstein nach Morazul. Den hatte Ilja dabei. Und hier ist als nächstes Angar und seine Truhe. Ich glaube, wir haben Angars Schlüssel. Ist das dein Ernst? Schlüssel? Ja, haben wir bestimmt. Haben wir, genau. Angar hat dabei Sturmbringer und Gruppenhypnose und großer Heiltrank. Wir nehmen uns alles. Wir sprechen ihn mal an. Nee, der kommt nur mit. Die Assassinen sind geschlagen. Ich danke dir, Vater der Freiheit. Eines Tages wird die Wüste uns gehören. Hier, nimm dies, Befreier. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Wow, dankeschön. Anktos, eines nahen Tages werdet ihr die Wüste wieder beherrschen. Diego, sei kein Frosch. Nein. Also hatten wir ein Level-Up? Nein, knapp noch nicht. Elk und der Paladin. Und das hier ist einer von Kajos Mitbringseln. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Okay, jetzt habe ich mir noch aufgehoben hier den Gonzalesischen Tempel. Das mache ich mit euch gemeinsam, weil da gibt es garantiert die eine oder andere schmackhafte Truhe. Eine große Truhe. Gut, da ist meistens nichts, sondern auch so ein bisschen mehr Gold. Und eins, was hier hinten stand, das hatte ich dann schon mal. Genau, die alte Truhe hatte ich schon. In einer Wahnsinnsaktion. Aber hier, die da noch nicht. Schwere Truhe. Und? Schwere Truhe, ja, das ist so schön. So nicht. So nicht. Ich will ja auch die stabile Metalltruhe in Beschlag nehmen. Ich will sie entstabilisieren. Zumindest schlossmechanismusartig. Nimm das aus der Pfote und dann ab. Mit der Nase in die Truhe und mit den Pfoten in die Truhe. Hier finde ich gar nichts. In einer stabilen Metalltruhe ist gar nichts mehr drin. Habe ich so vieles geplündert, dass den Truhen der schöne Inhalt ausgegangen ist? Oh, hier, Nimroder. Immerhin. Ein Wahnsinnsbogen, den ich niemals werde anlegen können. Da hat Gonzales gesessen. Es riecht noch nach ihm. Alte Truhe. Nimrods Experimente. Da, dich noch. Ja. Und das war dann vermutlich Morazul. Du solltest jetzt gehen. Das mache ich auch. Kümmere dich besser um deinen Kram. Oh, hier ist ein Speer. Ah, den kann einer von sich geworfen haben, als die Schlacht gewonnen war. Dann fliehen die alle, lassen ihre Waffen liegen. Und hier habe ich noch Wein übersehen. Na gut, Kleinigkeiten können hier überall noch rumliegen, aber das Gros habe ich. Wir haben übrigens Zwischenstand eine eine Zweidrittelmillion. Ja, ich glaube, die Million kriegen wir. Ich muss jetzt nur versuchen, den Krempel zu verkaufen zwischen den Episoden. In der nächsten geht es ja dann weiter mit mit Ben Erei, Braga und schließlich mit Bakaresh. Das wird alles aber auch nicht länger dauern als Morazul jeweils. Also Bakaresh, der Rest ist natürlich unter ferner Liefen. Ja, und Kajo ist es wo eigentlich? Oh, hier. Mensch. Kajo, du bist rausgelaufen. Bist du Kajo? Nee, du bist nicht Kajo. Kajo hatte ein Schwert. Du bist einer seiner Leibwächter. Kajo? Dreckiger Dieb, dir werde ich helfen. Wieso merkst du das denn, Mensch? Wir waren so gute Freunde. Bleib stehen. Nein. Mann, du merkst ja alles. Soll ich aber für Friede, Freude, Eierkuchen sorgen? Oh, Backe. Ich dachte, das merkt man nicht, wenn ich klaue. Vergessen. Da. Dahin. Kajo, Mensch. Hab dich nicht so.
krieg ich dich doch noch. Mach hin! Da, da, da. Okay, ich brauche eine Zeitblase. Ich kann Kajon nicht mehr befrieden. Ist das denn wirklich wahr? Ich muss ihn vergessen drauf zaubern, während er nicht im Kampf ist. Das bringt sehr wohl was. Ja, so will ich das haben. Wow. Ich hoffe, er ist wieder... Na, wobei, ist auch egal. Wuscht. Bist du wieder mein Freund? Ja, bist du. Okay, so. Lange Episode zu Ende. Ich werde jetzt zwischen den Episoden Heldilein mal in die diversen Rebellenlager von Myrtana und in die Klane der Nordmar-Bevölkerung schicken, um dort ein bisschen Sachen zu verkaufen. Und dann geht's mit viel mehr Gold im Inventar, aber mit weniger Gewicht. Weiter am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.